Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wie man an meinen Tattoos sieht, gibt es da einen Spruch, der mir irgendwie so ein bisschen auch den Weg aufzeigen soll, und zwar: Glaube gibt Kraft. Das ist bei mir der Fall. Ich bin gläubig und das Ganze gibt mir auch Kraft, und ich bin davon überzeugt, dass ja, man mit viel Arbeit einfach auch viel erreichen kann, und deshalb ist das so mein Leitspruch. Das war mein erstes Spiel von Beginn an in der ersten Fußball-Bundesliga, in Hannover war das. Meine ganze Familie im Stadion, meine Eltern, meine Schwester, also alle, die dazugehören, Onkel, Tanten, und das erste Spiel von Beginn an gemacht, gewonnen, trotz, ich glaube, 70- oder 80-minütiger Unterzahl, und nach dem Spiel bei meinen Eltern zu stehen und Danke zu sagen, war für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment. Nee, bisher habe ich das Glück, dass mehr positive sind als negative. Ja, da gibt es einige, ne? Also sicherlich, als ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, weil ich einfach das Gefühl habe, dass auch etwas für die Zukunft ist. Das ist mit Sicherheit prägend gewesen. Die Geburten ja, der Kinder meiner Schwester, mit denen ich ein sehr enges Verhältnis habe, ja, die mir auch sehr, sehr viel geben. Noch bin ich im Alter, wo ich froh bin, dass ich die Kinder abends wieder abgeben kann. So weit bin ich sonst noch nicht. Für Kinder, für mich auch, für meine Freundin. Aber das sind sicherlich ja, einschneidende Erlebnisse gewesen, die Geburten. Und ja, das Kennenlernen meiner Freundin mit Sicherheit, ja. Ach, da bin ich recht spießig. Da wünsche ich mir ja, Gesundheit. Ganz klar für meine gesamte Familie, für mich, für mein Umfeld, für meine engsten Freunde. Auch da gibt es ein Negativbeispiel. Mein Vater hat einen Herzinfarkt vor einigen Jahren und ist Holzklopf. Heutzutage ist er wieder vollauf und kann seiner Arbeit nachgehen. Aber das war schon ein Schock für uns und war einfach auch ein Moment, in dem mir klar wurde, dass es nichts Wichtigeres gibt im Leben als die Gesundheit. Und deshalb ist es das, was ich mir wünsche. Auch wenn ihr es nicht gerne hört, aber auch da bin ich sehr, sehr konservativ und sehr, sehr einfach gestrickt eigentlich. Was mir sehr, sehr viel Energie gibt und Kraft gibt, ist, mich einfach mit, ja, meinen engsten Freunden, mit meiner Familie zu umgeben, etwas Gutes essen zu gehen. Hier in Düsseldorf hat man so viele Möglichkeiten auch. Wir haben den Rhein hier, wir haben so viele Möglichkeiten, ja, schöne Abende zu verbringen. Wir haben auch natürlich Diskotheken, gute Bars auch, in denen man auch gut ausgehen kann. Und mir ist einfach wichtig, mich mit guten Leuten zu umgeben, die mir viel geben, die mir viel Kraft und Energie geben, und das ist auch das, was mir ja den Rücken stärkt für meine fußballerische Karriere. Es ist natürlich mein Handy, wahrscheinlich hat das jeder gesagt, aber ich bin nun mal in dieser Generation 93 geboren, wo man einfach mit dem Handy aufgewachsen ist und oder beziehungsweise genau in dem Teenageralter war, als das Handy erfunden wurde, beziehungsweise sich so weiterentwickelt hat, dass wir da jetzt so viel mit anfangen können. Und ich muss sagen, wenn ich mein Handy mal vergesse, fahre ich eher nochmal zurück, als den Abend drauf zu verzichten. Ja. Thailand, Ende Mai, Anfang Juni in der Sommerpause mit meiner Freundin zusammen. Wir waren in den letzten Jahren viel in den Emiraten auch extrem ja, interessant, viel entstanden in den letzten Jahren. Und jetzt geht es mal nach Thailand, eine ganz andere Richtung. Wir werden einige Tage in Bangkok sein und dann weiter nach Koh Samui, um da dann letztendlich auch zu entspannen und ja, mir wieder Kraft zu holen für die neue Saison. Aber wir freuen uns drauf, kennen die Kultur noch überhaupt nicht. Wird mit Sicherheit eine ganz andere sein, wie die, die wir bisher kennengelernt haben. Aber wir sind voller Vorfreude. Also ich werde definitiv im Fußball bleiben, weil das macht mir einfach extrem viel Spaß. Das erfüllt mich total. Seitdem ich drei bin, spiele ich Fußball, und von daher steht für mich auch fest, dass ich nach meiner Karriere, die hoffentlich noch lang geht, auch im Fußball bleiben werde. In welcher Richtung das sein wird, das kann ich aktuell nicht sagen. Dafür bin ich noch zu jung mit 25. Aber ich habe mein Abitur gemacht, sonst hätte ich auch Ärger von meinen Eltern bekommen. Das war Grundvoraussetzung für eine Fußballkarriere danach. Und bin ganz froh, das auch in der Tasche zu haben, und werde sicherlich auch gegen Ende meiner Karriere, die letzten ein, zwei Jahre, vielleicht schon nebenbei anfangen zu studieren, damit ich einfach danach übergangslos weitermachen kann. Aber in welche Richtung dann letztendlich, habe ich noch nicht entschieden. Ich genieße die Zeit als Fußballer auch erstmal und setze da meine ganze Kraft rein. Ja, das ist eine gute Frage. Man sollte sich auch Ziele setzen, aber ich bin ein Freund davon zu sagen, man sollte sich kurzfristige setzen, ne, und nicht so weit vorausschauen, sondern mit dem, was man aktuell tut, oder
bei dem, was man aktuell tut, alles rein investieren. Deswegen gibt es gar nicht so langfristige Ziele bei mir. Für mich ist wichtig, gesund zu bleiben, dafür tue ich viel. Weiterhin den Kontakt zu meiner Familie gut zu pflegen, zu meinen Freunden, die ab dem ersten Tag quasi meine Freunde waren. Das sind all die Dinge, die mich erfüllen. Und sicherlich möchte ich auch eine Familie gründen, möchte eine lange Fußballkarriere haben. Das ist das, was mir im Moment so vorschwebt, weil ich jetzt langsam auch in ein Alter komme, wo ich mir auch über solche Gedanken gemacht habe. Mit 18, 19 macht man sich nun mal über nichts Gedanken. Ich möchte viel sehen von der Welt, möchte mit vielen, vielen guten Menschen umgeben sein, die mir sehr, sehr viel geben, aus ihren Kulturen erzählen. Und das ist das, worauf ich mich freue in den nächsten Jahren. Aber primär liegt natürlich das Ziel auf meine Fußballkarriere, weil die nun mal auch begrenzt ist. Und da will ich erstmal alles rein investieren und alles andere, was danach kommt, mache ich mir noch gar nicht so viele Gedanken.